menschliches Kontaktverhalten mit den Leuten. So, und dann ist die Frage, fremde Person, Olaf nimmt den Hund mit, aber mit dem... akzeptiert das, nimmt aber keinen Kontakt auf, ne? Der ist neutral akzeptiert. So, Heike, zeig du mal, wie das besser geht, Maike. Mein Hund macht mit, lässt sich ansprechen. Geh zweimal links da hinten in die Position für den Wehrbereich, Wehrreiz. Das ist kein zappliger Hund, aber er engagiert sich und macht mit. Führig engagiert. Geht mal ein bisschen weiter darüber, das sind da so ein bisschen weiter hinten hin, dass ein bisschen Entwicklung da ist. So, passt das gut. Jetzt kommt der Helfer mit dem Wehrreiz. Guckt ihn an, guckt auch wieder weg. Leine straff halten, ne? Immer straff halten. Ja, guck, kommt auch ein Wehrreiz. Reagiert. Ne, Entfernung ist normal, so 15, 20 Meter reagiert und auch ein Wehrreiz. Kommt auch ganz gut rein. Also, ansprechbar, mittlere Reitschwelle. Jetzt wird das Verhalten verstärkt, Helfer macht Flucht. Dann kommt das Verhalten wieder. Kommt wieder prompt früher rein, das ist immer ganz interessant. Beim zweiten Mal, wenn er verstärkt wird, fängt der Hund früher an zu bellen als beim ersten Mal. Komm, ich halte es fest. Man wechselt deutlich, hört ganz auf zu bellen, geht voll rüber aufs Grüne. Also wechselt vollständig, wechselt gut, hohe Intensität. Na, dann kommt der Anbiss, der ist fest wirksam. Gut, denn der Anbiss ist fest wirksam. Da müssen wir Ralf mal sagen, dass er das ein bisschen länger machen sollte. Dieses Hochhetzen machst du mal so ganz knapp nur. Diesen Mix ein bisschen länger, mal so 10 Sekunden, mal ruhig ein bisschen schwitz was. So, dann kommt bei Ralf, wenn du anbeißen lässt, nicht immer hingeben, sondern wellen und schließen. Jetzt nicht zur Strafe, nur zur Übung, nochmal von vorne. So, nochmal, jetzt mal hochhetzen, 10 Sekunden, Mix machen, zack, richtig hoch, jawohl, noch länger. Jetzt wollen wir sehen, ob er dabei abdreht oder ob er dabei... Ne, was er da macht, ruhig nochmal länger, 10 Sekunden ist lang, zack, oder 5 Sekunden, so, und jetzt den Anbiss mit Wellen, zack, und jetzt die Wellen, zack, 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 und das Nachbeißen, buff, zack, da beißt er nach, versucht zu dominieren, jetzt sieht man es besser, ne? Also sucht vollen Griff und dominiert, dann ist er konstant in technischen Übungen, sie lässt sich anfassen, sie kann ihn hantieren, der Hund hält die Beute, schmeißt nicht gleich weg, wechselt nicht rüber. Nächste weitermachen, immer weiter, Werner. Und guck mal hier, ist er doch ein bisschen gestört durch technische Übungen, rutscht einen runter, guck mal. Das ist ein Rumknabbeln am Ärmel und sobald dann irgendwas kommt, ist er auch draußen. Ne? Da gehen wir einen runter, hier ruhig und fest intensiv, das passt beim Tragen. Ja, da ist er konstant in der Unterordnung, in den technischen Übungen. Da ist er konstant, führig und triebstark. Dann kommt der Wechsel. Na, jetzt muss er nicht viel machen. Wenn du ihn gut am Stachel hältst, zieht der Hund sich auf den Trieb selber in, über den Konflikt am Stachel in die Aggression rein. Na, da braucht er gar nicht viel zu setzen. Das ist gut. Wechsel spontan, das ist gut. Und braucht auch nicht viele Hilfen, ist selbstsicher und beständig. Hier, da selbstsicher und beständig. Jetzt kommt der Anbiss, dann kommt das Treiben. Und jetzt kommen die Schläge. Na, guck mal, das nimmt er alles ohne Reaktion, hält und beißt nach, so weit wie er kann. Hast du gesehen? Also ganz Körpereinsatz, fester Griff, optimiert Griff. Ne? Ganz Körpereinsatz, fester Griff, hält fest, passiv, da ist er. Mhm. Oder kannst du auch, nee, den lass ruhig einen hochrutschen. Er hat sofort nachgegriffen, bisschen, ne? Lass ihn einen hochrutschen.
So, wenn wir sowas gemacht haben, immer ein Haken dahinter, was zählt. Das zählt, okay? Jetzt kommt noch ein Flieger, ne? Gerichtet. Geh hin, Maike. Okay. Und dann noch in die Gruppe wieder rein. Danke. Den machen wir dann noch. So, jetzt dann helfen. Hallo. So, kommst du mal in die Gruppe? Ja, schön Kopf, ne? Wirkt gar nicht so viel, weil er so kurzes Fell hat, aber ansonsten. Gut, ausgeglichenes Kontaktverhalten. Und passt. Schön. Gut, Maike. Klappt hier wie verrückt. Den haben wir fertig. Die, wenn du den von Werat